Liebe Mitglieder der Medizinischen Gesellschaft, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zum heutigen Abend zu Paul Ehrlich und der Therapie mit Antibiotika. Es ist unser Ziel, immer wieder auf bedeutende Persönlichkeiten hinzuweisen, die die Grundlage unserer heutigen Medizin geschaffen haben. Auf Paul Ehrlich hat mich Herr Dr. Schwanz, Oberarzt am hiesigen Institut für medizinische Mikrobiologie und Hygiene, aufmerksam gemacht. Er wird uns in die komplexe Thematik der Antibiotikatherapie einführen und eine gewisse Orientierungshilfe bei der Therapie geben. Seien Sie herzlich begrüßt. Bei der Suche nach einem Referenten zu Paul Ehrlich hat mir Professor Kümmel, der frühere Leiter des hiesigen Instituts für Geschichte der Medizin, spontan gesagt, da kommt nur mein früherer Mitarbeiter, Herr Dr. Hüntelmann von der Charité, in Frage. Er hat eine Biografie zu Paul Ehrlich verfasst. Lieber Herr Hüntelmann, wir freuen uns, dass Sie wieder einmal bei uns sind. Seien Sie herzlich begrüßt. Die Moderation des heutigen Abends wird Frau Privatdozentin Dr. von Löwenich übernehmen. Frau von Löwenich ist in Frankfurt geboren und hat Medizin an der Universität Göttingen von 1991 bis 1998 studiert. In diesem Jahr hat sie auch promoviert. Dann wandte sie sich ihrem Lieblingsgebiet der medizinischen Mikrobiologie zu, zunächst als Ärztin im Praktikum an der Universität Würzburg, dann zur Facharztausbildung an der Universität Erlangen. Dort war sie dann von 2000 bis 2003, ehe sie an die Universität Freiburg wechselte. Dort erwarb sie den Facharzt für Mikrobiologie, Virologie und Infektionsepidemiologie 2005. 2014 wechselte sie dann an das hiesige Institut für Mikrobiologie als Oberärztin. Sie hat sich 2015 habilitiert und ist derzeit Oberärztin am Institut für Virologie. Für ihre wissenschaftlichen Arbeiten hat sie zahlreiche Preise erhalten. Wichtiger in unserem jetzigen Zusammenhang ist jedoch mir ihr außerberufliches Engagement. Sie ist Mitglied des Fachbereichs, Mitglied des Senats der Universität und sie engagiert sich seit langem für die medizinische Gesellschaft, sei es durch Themenvorschläge, durch die Ausarbeitung von Programmen, durch Diskussionsbemerkungen und nicht zuletzt durch Moderationen, mit denen sie leicht, aber doch bestimmt durch unsere Veranstaltung führt. Wir freuen uns, dass Sie wieder bei uns sind und ich darf Sie nun bitten, die Moderation zu übernehmen. Ja, Herr Jung, ja, vielen Dank für die freundliche Einführung. Ich teile gleich mal meinen Bildschirm zum Thema Ehrlicher noch etwas sagen. Deswegen habe ich besonders freudig die Moderation übernommen, weil Ehrlichen meine absoluten Lieblingsbakterien sind. Und ich würde gerne was zur Taxonomie sagen. Die Ehrlichen sind nämlich nach Paul Ehrlich benannt worden. Die bakterielle Taxonomie richtet sich nach der binären Nomenklatur, die von Carl von Linné begründet wurde, die für im Grunde alle Lebewesen gilt. Und die tragen einen Speziesnamen, der aus dem Gattungsnamen besteht und aus dem A-Zusatz. Also wir selbst als Menschen, Homo sapiens, Homo Mensch und Sapiens vernünftig oder verständig, wir haben das auch. Bei den Bakterien ist es so, dass sie häufig nach verdienten Wissenschaftlern benannt werden. Das vielleicht bekannteste Bakterium Escherichia coli ist nach dem Pädiater Theodor Escherich benannt und hat als Nachname coli, weil es im Kolon, also im Dickdarm, wohnt. Klebsiella pneumoniae nach Edwin Klebs benannt. Da ist der Nachname gewählt nach der Erkrankung, die das Bakterium macht, also Lungenentzündung, Pneumonie. Borrelia aufcelii, letztes Beispiel, ist nach dem französischen Bakteriologen Borrell benannt und Afzelii nach dem schwedischen Dermatologen Afzelius, der als erster den Zusammenhang zwischen Zeckenstich und Wanderröte Erythema nigrans erkannt hat. Und zu unserer großen Freude sind eben auch Bakterien nach Paul Ehrlich benannt worden. Das ist 1945 vorgeschlagen worden. Er selber hat es leider nicht mehr erlebt, war schon verstorben. Und die Typspezies, also das erste Bakterium dieser Gattung, was die
wichtigen Merkmale von Ehrlichia hat, ist Ehrlichia canis, heißt mit Nachnamen Canis, weil es eben im Hund vorkommt, vermehrt sich obligat intrazellulär, also in Zellen, in Monozyten. Und die Pfeile auf dem Bild zeigen diese schönen lila kleinen Pünktchen, die man im Lichtmikroskop sehen kann. Das sind also Ehrlichien. Das ist eine fieberhafte Erkrankung mit Blutungsneigung bei Hunden. Und dieses Bild hatte ich auch für die Paul-Ehrlich-Ausstellung, ich glaube, es war 2015, beigesteuert. Das Einzige, was mich nicht so gefreut hat, dass mein Name nicht erwähnt wurde, sondern nur der Springer Verlag, an dem ich mal das Copyright abgetreten hatte. Aber also immerhin, dieses Bild war in der Ausstellung zu sehen. Ich würde dann Herrn Hüntelmann gerne vorstellen, den wir als Referenten als ersten gewonnen haben. Er hat zunächst mal BWL studiert in Vechta. Dann hat er das Thema gewechselt sozusagen und neuere mittelalterliche Geschichte und Politikwissenschaften studiert an der Humboldt-Universität in Berlin. Er hat 2007 promoviert zu einem Thema Reichsgesundheitsamt im Kaiserreich und in der Weimarer Republik. Während dieser Zeit war er von 2004 bis 2008 wissenschaftlicher Mitarbeiter an den Instituten für Geschichte der Medizin in Berlin, Heidelberg und Frankfurt. Dann hat er nach Bielefeld gewechselt, von 2008 bis 2011, war durch wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Graduate School for History and Sociology. Dann hat er in Schöne-Mainz gewechselt, 2011 bis 2014, ans Institut für Geschichte, Theorie und Ethik der Medizin und ist seit 2014 Mitarbeiter am Institut für Geschichte der Medizin an der Charité in Berlin. Er hat viele verschiedene Forschungsinteressen. Ich habe zweimal rausgegriffen. Einmal hat er ein Projekt, was sich mit Verbrechen, die Mediziner im Nationalsozialismus begangen haben, beschäftigt. Und was ja im Moment auch viel diskutiert wird, ein Projekt zur Herkunft von Hirnpräparaten an den ehemaligen Kaiser Wilhelm, jetzt Max-Planck-Instituten. Außerdem beschäftigt er sich mit der Geschichte europäischer Institutionen der öffentlichen Gesundheitspflege. Er hat ja auch schon seine Promotion in diesem Bereich angefertigt. Und was ich interessant fand, wieder ein Bezug zur BWL, er beschäftigt sich auch mit der medizinischen Buchführung und dem ärztlichen Rechnungswesen. 2011 hat er eine Biografie, wie gesagt, von Paul Ehrlich vorgelegt. Und jetzt sind wir sehr gespannt auf Ihren Vortrag. Bitte schön. Ja, vielen Dank für die freundliche Vorstellung. Ich hoffe, es funktioniert jetzt auch, wenn ich auf PowerPoint umschalte. Kurz die Frage, können Sie das jetzt sehen? Ist das jetzt... Wir haben die Freigabe noch nicht bestätigt. Während dieser Zeit kann ich vielleicht noch sagen, das habe ich vergessen, dass gerne die Zuhörenden Fragen eingeben können, die ich sammeln werde über die F&A-Funktion, die Sie, wenn Sie mit der Maus unten über den Bildschirmrand finden, das ist als F&A bezeichnet. Ah ja, okay. Wunderbar, vielen Dank. Das habe ich jetzt alles gesehen. Sie sollten jetzt das Gleiche sehen wie ich. Korrekt. Paul Ehrlich war einer der bedeutendsten Mediziner seiner Zeit. In Nachrufen und der Bezugnahme späterer Lebenswissenschaftler auf Ehrlich wurde er als genialer Forscher und Experimentator, als großer Entdecker, Vater der Chemotherapie und Wegbereiter der Immunologie bezeichnet. Ebenso sind nahezu alle Elemente der aktuellen Covid- und Impfstoffforschung in seinen Arbeiten enthalten. Die Idee der modernen Arzneimittelforschung, systematisch nach chemischen Substanzen zu suchen, ihre Wirkung auf Krankheitserreger zu prüfen. Ups, was ist denn jetzt los? Entschuldigung, jetzt muss ich mal ganz kurz, das ist jetzt hier alles sehr merkwürdig. Hoch. So, Entschuldigung. Systematisch nach chemischen Substanzen zu suchen, ihre Wirkung auf Krankheitserreger zu prüfen, sind ohne Ehrlich genauso wenig denkbar wie die Vorstellung von Rezeptoren, mittels derer Zellen bestimmte Wirk- und Nahrungsstoffe an sich binden. In Anekdoten über Ehrlich wird suggeriert, er habe bereits während seines Studiums eine geniale Idee, die Seitenkettentheorie, gehabt und diese allen Widrigkeiten zum Trotz im Laufe seines Lebens realisiert. Die Umsetzung dieser Theorie
erfolgte erst in der Histologie, dann in der Immunologie und schließlich in der Chemotherapie, beziehungsweise, so die Narration, sei die Entwicklung des Diphtherieserums und des Antibiotikums Salvarsan quasi schon im Keim in der ersten histologischen Arbeit angelegt. Ein so geradliniger Forschungsweg von der frühen quasi genialen Konzeption und deren lebenslangen Umsetzung widerspricht denn des neueren wissenschaftshistorischen und soziologischen Studien, die zeigen, dass Erkenntnisgewinn und Wissensproduktion weitaus komplexer und verschlungener ist, wie die Zuhörer sicherlich bestätigen können. Und die Zuschreibung einer linearen Entdeckungsgeschichte erst retrospektiv am Lebensende oder posthum durch andere erfolgt. In dem Vortrag werde ich die verschlungenen Pfade von Ehrlichs Forschung verfolgen, die zur Entwicklung eines Antibiotikums führten, wer über die wissenschaftliche Arbeit Schritt für Schritt zu neuen Erkenntnissen gelangte, wie Antworten auf Forschungsfragen neue Probleme generierten und die Forschungsergebnisse aufeinander aufbauten. Und der Schwerpunkt ist hier vor allen Dingen auf die Übergänge zwischen den einzelnen Forschungsfeldern gelegt und der Fokus auf die Forschung. Die Lebensdaten zur Orientierung habe ich aber auf PowerPoint eingeblendet am Anfang eines jeden Abschnittes. Vorab vielleicht noch, um Missverständnisse zu vermeiden. Antibiotika wird heute allgemein als Stoffwechselprodukt von Pilzen oder Bakterien, das das Wachstum anderer Mikroorganismen hemmt oder diese abtötet, verstanden. Hier meint aber Antibiotikum im ursprünglichen Sinne des Wortes ein gegen das Lebende, also anti gegen das Lebende gerichtete Therapeutikum. Und Chemotherapeutikum, auch hier ein Missverständnis, hierunter ist eben nicht, was man heute versteht, eine Krebstherapie zu verstehen, sondern eben eine chemische Substanz, die hier als Arzneimittel fungiert. Die Periode zwischen 1874 und Ende der 1880er Jahre umfasst Ehrlichs Studienzeit in Breslau, Straßburg und Freiburg sowie seine Beschäftigung als Arzt an der Charité in Berlin. In diese Zeit fällt auch die Ernennung zum Professor 1882, seine Heirat mit der industriellen Tochter Hedwig Pinkus und die Geburt seiner Töchter Stefanie und Marianne. In der Festschrift zu Ehrlichs 60. Geburtstag und den gesammelten Arbeiten wird dieser Zeitraum unter den Überschriften Histologie und Biologie der Zellen bzw. Histologie, Biochemie, Pathologie subsumiert. Doch diese Begriffe können nur ungenügend die Vielzahl seiner Tätigkeiten und die Entwicklung seiner Arbeitsweise zusammenfassen. Zunächst ist die differenzierte Beschreibung der Plasmazellen und die Identifizierung der Mastzelle als Ergebnis seiner während des Studiums betriebenen und verfeinerten Techniken der Gewebsfärbung zu nennen. Nachdem Friedrich Theodor Frerichs ihn 1878 als Arzt an die Charité holte, erforschte Ehrlich die Mikrostruktur des Blutes und dessen Zusammensetzung und er beschrieb, kontrastierend zur normalen zellulären Struktur des Blutes, pathologische Veränderungen wie die verschiedenen Formen der Anämie. Als Robert Koch auf dem jungen Gebiet der Bakteriologie 1882 die Identifizierung des Tuberkulosebacillus gelang, verbesserte und vereinfachte Ehrlich das Färbeverfahren, sodass sich der Erreger eindeutiger von dem umgebenden Gewebe abhob und somit von jedem Mediziner ausgeführt werden konnte. Schließlich ist Ehrlichs grundlegende Arbeit zur Vitalfärbung zu nennen. In der Monographie Das Sauerstoffbedürfnis des Organismus, die 1885 erschien und die er später als Habilitation einreichte, beschrieb er die verschiedenen Gewebestrukturen und wies nach, dass diese unterschiedlich mit Sauerstoff reagieren. Zuletzt fällt in diese Zeit auch die gelegentliche Prüfung von Arzneimitteln und die therapeutische Prüfung des Methylenblau. Der Tod seines Mentors Frerichs 1885 und die darauf folgende berufliche Auseinandersetzung mit dem neuen Klinikchef Karl Gerhard, Ehrlichs Erkrankung an Tuberkulose sowie die Erkenntnis, dass ihm als jüdischer Arzt in Deutschland die akademische Karriere verwehrt war, lässt das Ende der 1880er Jahre als Bruch erscheinen, der diesen Teil seiner Arbeit Histologie von den Nachfolgenden trennt.
Über die Aufzählung seiner zahlreichen Entdeckungen und Entwicklungen hinaus lassen sich jedoch einige Prinzipien seiner Vorgehensweise beschreiben, die Ehrlichs spätere Arbeit nachhaltig beeinflussten. Als einen Faktor, der seinen Erfolg bedingte, nannte Ehrlich Geduld. Alle therapeutischen Arbeiten erfordern viel Geduld. Und die aus der unzähligen Wiederholung und Experimenten resultierende Erfahrung. Diese wird besonders in Ehrlichs Dissertation über Theorie und Praxis der histologischen Färbung deutlich. Die zahllose Kombination von Tierarten, Gewebearten und Farbstoff lässt auf die Erfahrung von Tausenden von Färbeversuchen schließen. Die geschulte Erfahrung zeigt sich auch darin, dass Ehrlich praktische Hinweise zur Färbung und Entfärbung, zur Erstellung von Schnittpräparaten, zur technischen Einstellung des Mikroskops sowie zu verwendeten Farbstoffen und deren Hersteller gibt. Die Geduld, die Ehrlich als Student aufbringen und mühsam antrainieren musste und aus der er die Erfahrung schöpfte, Strukturen zu erkennen und das Normale vom Pathologischen zu unterscheiden, bildete auch später die Grundlage für seine immunologischen und chemotherapeutischen Arbeiten. Die zahlreichen Versuche sowie die daraus resultierenden erzielten Resultate zeigen überdies, dass Ehrlich aus der Praxis heraus die Arbeitsergebnisse theoretisch einordnete und Arbeitshypothesen ableitete, die in weiteren Schritten bearbeitet wurden. So kann man verfolgen, wie Ehrlich mit der Färbung von totem Gewebe begann, diese Techniken verfeinerten und auf flüssige Strukturen durch die Entwicklung des sogenannten Trockenpräparats ausdehnte, beziehungsweise überhaupt aus der Färbung von Flüssigkeit Diagnoseverfahren entwickelte und schließlich nicht nur tote Strukturen, sondern auch lebendes Gewebe färbte, um nicht nur Rückschlüsse über mikroanatomische Strukturen des Gewebes und dessen pathologische Veränderung, sondern auch über physiologische Abläufe im Organismus ziehen zu können. Dabei war die Abfolge der Arbeiten keineswegs von Beginn an vorgezeichnet, sondern resultierte aus technischen Neuerungen, fachlichen Entwicklungen wie dem Aufkommen der Bakteriologie und den produzierten Versuchsergebnissen. Zudem schloss Ehrlich aus den praktischen Arbeiten, dass vitale Prozesse auf chemische Reaktionen basieren müssten, was sich als das Leitmotiv seiner Forschung erweisen sollte und wodurch er zu den frühen Vertretern der Biochemie zählt. Ehrlich gilt als Inbegriff des Experimentalforschers. Doch nach seinem Studium war Ehrlich nahezu 15 Jahre in der Klinik tätig und Praxis meint hier nicht nur die praktische Tätigkeit im Labor, sondern vor allem die von ihm nicht geschätzte Arbeit im Krankenbett. Seine hämatologischen Arbeiten zur Morphologie und Pathologie der Blutzellen, die Diazo-Reaktion zur Differentialdiagnose von Durchfallerkrankungen, die Verbesserung der Bakterienfärbung und die ersten Arbeiten zur klinischen Erprobung von Arzneistoffen resultierten aus der Krankenhausarbeit als behandelnder Arzt. Die 1890er Jahre werden in den gesammelten Arbeiten unter der Überschrift Immunitätsforschung zusammengefasst. Die hierunter rubrizierten Arbeiten wirken auf den ersten Blick wesentlich kohärenter als die vorherigen. Zunächst sind Ehrlichs immunologische Arbeiten zum Rezin und Abrin zu nennen, sowie die klinische Prüfung des Tuberkulins. Als wesentlich gelten die Arbeiten zur Entwicklung und klinischen Erprobung des Diphtherieserums sowie die daraus folgenden Veröffentlichungen zur Wertbestimmung von Serum. Hieraus wiederum resultieren die Forschung zur Seitenkettentheorie, die sich bis 1903 hinzogen und mit dem Band gesammelter Arbeiten zur Immunitätsforschung ihren Abschluss gefunden haben. Als Appendix wirken die Arbeiten zur experimentellen Krebsforschung, für die sich Ehrlich allerdings nur wenige Jahre interessierte. Also einerseits scheinen Histologie und Immunologie nur wenig miteinander verbunden und disziplinär getrennt zu sein. Doch bei genauerem Hinsehen ergeben sich Anknüpfungspunkte. Der erste Bezug zur histologischen und hämatologischen Forschung ergab sich aus der einfachen Tatsache, dass Ehrlich zur Morphologie und Pathologie des Blutes und der Blutkörperchen gearbeitet hatte und bereits Anfang der 1890er Jahre als herausragender Experte auf diesem Gebiet galt.
die Beschäftigung mit der normalen Zusammensetzung des Blutes und davon abweichende pathologische Veränderungen setzte er auch in der Zeit fort, als er ein Heilserum gegen Diphtherie entwickelte und zur Wertbestimmung von Serum arbeitete. So verfasste Ehrlich im Handbuch über spezielle Pathologie und Therapie zusammen mit Adolf Lazarus den Band zur Anämie, der erstmals 1898 und in weiteren Auflagen und Übersetzungen nach der Jahrhundertwende erschien. Eine zweite Verbindung ergab sich über das Methylenblau, mit dem Ehrlich bereits Mitte der 1880er Jahre experimentiert und dessen Wirkung auf die lebende Nervensubstanz er getestet hatte. Aus der Beobachtung, dass bei Gelbsucht bis auf das zentrale Nervensystem alle Gewebe eingefärbt waren, schloss Ehrlich, dass das zentrale Nervensystem gegen Färbung unempfindlich sei. Aus dieser Erkenntnis resultierte die Frage, welche Farbstoffe von dem zentralen Nervensystem überhaupt aufgenommen würden. Die Färbung und die dadurch angezeigte mikrochemische Affinität zwischen Farbstoff und organischer Zelle sollte Aufschluss über die Beziehung geben, die zwischen der Konstitution des jeweiligen Farbstoffs und dessen Aufteilung im Organismus bestand. Ehrlich konstatierte, dass das Methylenblau eine auffallende Verwandtschaft zum Nervensystem, vor allem zu den Achsenzylindern der sensiblen und sensorischen Nerven zeigt. Und aus dieser Feststellung resultierten Experimente zur praktischen Ausmittelung der schmerzbeeinflussenden Wirkung des Methylenblau im Gefängnis Moabit. Der Farbstoff überraschte mit seiner schmerzstillenden Wirkung. Und in weiteren Versuchen im städtischen Krankenhaus Moabit stellt Ehrlich und der dort tätige Arzt Paul Gutmann fest, dass Methylenblau auch bei Malaria eine therapeutische Wirkung zeigte. In dem Forschungskontext von Konstitution, Verteilung und Wirkung chemischer Körper, um den Titel eines von Ehrlich publizierten Aufsatzbandes zu zitieren, waren die Arbeiten angesiedelt, die sich einerseits mit der therapeutischen Wirkung, andererseits mit der giftigen Wirkung von chemischen Substanzen auf den Organismus befassten. In diesem Zusammenhang stellen die therapeutisch-klinische Prüfung des Tuberkulins einerseits und die Versuche zur Gewöhnung des lebenden Organismus an die pflanzlichen Giftstoffe Abrin und Rezin andererseits nur marginale Verschiebungen in Ehrlichs Arbeit dar. Bereits die klinischen Versuche zu Methylenblau oszillierten zwischen den Polen der minimalen und maximalen Wirksamkeit. Ab welcher Dose stellte sich überhaupt eine therapeutische Wirkung ein? Und welche Dosis konnte vom Organismus überhaupt vertragen werden? Diese sogenannte dosologische Prüfung übertrug Ehrlich nun einerseits auf das Biological Tuberkulin, um die therapeutische Dosis herauszufinden, und andererseits auf die Pflanzengifte Rizin und Abrin, um die noch verträgliche toxikologische Dosis festzustellen. Die Forschungen zielten zum einen darauf ab, die therapeutische Dosis des Tuberkulins zu verbessern, beziehungsweise nachdem Zweifel an der Wirksamkeit des von Robert Koch entwickelten Mittels laut wurden, überhaupt zu belegen. Und zum anderen sollte die letale Dosis des pflanzlichen Giftstoffe erhöht werden, indem Ehrlich Mäuse durch anfangs minimale und dann immer größere Dosen an das Gift gewöhnte, bis die Tiere eine tausendfach tödliche Dosis vertrugen. Der Unterschied zu früheren Arbeiten bestand darin, dass sich der Schwerpunkt von Ehrlichs Forschung vom Krankenhaus in das Labor verlagerte. Die Rolle der Patienten nahmen zunehmend Labortiere ein bzw. modellierten sie diese. Der Szenenwechsel lag auch darin begründet, dass Ehrlich seit 1891 am neuen von Robert Koch geleiteten Institut für Infektionskrankheiten ein Arbeitsplatz zur Verfügung stand. Dort forschte Koch am Tuberkulin und seine Mitarbeiter Emil Behring und Shibasaburo Kitasato entwickelten ein neues Heilmittel biologischen Ursprungs gegen Diphtherie und Tetanus. Ehrlich beschäftigte sich nun weniger mit künstlich synthetisierten chemischen Stoffen als vielmehr mit biologisch-organischen Stoffen. Zwar war dies für Ehrlich unerheblich, weil es nach seinem Verständnis um biochemische Stoffe sich handelte. Doch der Umstand, dass die Konstitution der von ihm verwendeten Farbstoffe hinreichend bekannt war, während die im Blut zirkulierenden und im Tuberkulin enthaltenen wirksamen Stoffe nicht bekannt waren, bereiteten Ehrlich und seinen Zeitgenossen große Schwierigkeiten.
Ähnlich wie Ehrlich war auch Behring aufgrund seiner Arbeiten zur inneren Desinfektion davon überzeugt, dass Immunität an chemisch wirksame Bestandteile gebunden sei. Behring stellte zudem fest, dass nicht alle Tierarten in gleichem Maß empfänglich für dieselben Krankheitserreger waren. Ratten waren im Vergleich zu anderen Tieren für den Anthrax-Erreger unempfänglich. Sie besaßen eine natürliche Immunität gegen Milzbrand. Behring folgerte daraus, dass sich Milzbrandbakterien nicht im Rattenblut entwickeln konnten und dort zugrunde gingen. In vivo war es Behring gelungen, mit Milzbranderregern infizierte Mäuse mit dem Blut immuner Ratten zu heilen und so die Übertragbarkeit immunisierender und heilender Substanzen im Blut nachzuweisen. Die bakterizide Wirkung des Rattenserums gegen Anthrax schützte jedoch nicht grundsätzlich vor anderen Krankheitserregern, sondern jedem spezifischen Krankheitserreger stand ein spezifischer, im Serum gebundener Schutzstoff gegenüber. Aus ihren Forschungen zur Ätiologie der Diphtherie in den 1880er Jahren folgerten Friedrich Löffler und Emil Roux, dass die Symptome der Krankheit nicht durch die Bakterien, sondern durch deren giftigen Stoffwechselprodukte ausgelöst wurden. Wobei die von den pathogenen Bakterien produzierten Toxalbumosen noch nicht in absolut reinem Zustand isoliert werden konnten. Ehrlichs Versuche zum Abrin und Rizin waren insofern eine Hilfsvariable, eine Verbindung zwischen den mess- und wägbaren synthetisierten Stoffen mit bekannter Konstitution und den nur vage benannten Bakteriengiften, denn die Giftstoffe Abrin und Rizin waren in genügender Reinheit herstellbar, wäg- und messbar und die toxische Wirkung auf den lebenden Organismus skalierbar, wie die Gewöhnung des Organismus an den Giftstoff ebenso quantifizierbar war. Ehrlich ordnete daher die experimentelle Untersuchung über Immunität ein in den Kontext seiner bisherigen Untersuchung zu einer größeren Anzahl von Körpern und den Beziehungen, die zwischen der chemischen Konstitution, der Verteilung in den einzelnen Organen und der physiologischen Wirkung bestehen. Nachdem Ehrlich die Versuchstiere zunächst durch Beifütterung und später durch subkutane Injektion von Rizinverdünning Rizin festgemacht hatte, also immunisiert hatte, sollte in einem nächsten Schritt in exakter Weise zahlenmäßig der Gang der Immunisierung verfolgt werden, um den zu- oder abnehmenden Grad der Immunität zahlenmäßig beschreiben und mathematisch berechnen zu können, um etwaige Gesetzmäßigkeiten zu erfassen. Also das war hier das ganz Zentrale, die Quantifizierung dieser biologischen Prozesse. Während einige von Ehrlichs Zeitgenossen sich mit der Frage nach dem Wesen und der Zusammensetzung der im Serum vorhandenen Antitoxine beschäftigten, konzentrierten sich Ehrlich und Behring ganz pragmatisch darauf, die Wirkung des Tetanus- und Diphtherieserums zu steigern. In langen Versuchsserien hatten Ehrlich und seine Mitarbeiter beobachtet, dass der Antitoxinspiegel nicht gleichmäßig, sondern erst Tage nach Verabreichung des Giftes sprunghaft anstieg. Über die Milch immunisierter Ziegen bestimmte Ehrlich über Monate hinweg jeden zweiten Tag den Antitoxingehalt. Dabei zeigte sich, dass die Immunisierung wellenförmig verlief. Nach einer ersten Zunahme sank der Antitoxinspiegel, um anschließend wieder langsam auf ein Maximum zu steigen. Und erst nach einem Monat stellte sich ein konstanter Antitoxintiter ein. Der Kurvenverlauf war wichtig für den Zeitpunkt der Immunitätsbestimmung. Zu frühe Prüfungen konnten zu niedrige oder zu hohe Werte ergeben. Und eine erneute Toxininjektion, um den Prozess der Immunisierung zu stimulieren, soll erst dann erfolgen, wenn der Antitoxinspiegel sein Maximum erreicht hatte. Aufgrund dieser Beobachtung war es Ehrlich gelungen, Ziegen gegen eine vielfach tödliche Dosis Diphtheriegift zu immunisieren und Milch mit einem entsprechenden hohen Antitoxinwert zu erhalten. Das sich im September 1893 auch beim Menschen als wirksam erwies. Behring blieb der Erfolg, Diphtherieserum in gleichem Maße hochzuskalieren, versagt, sodass eine Kooperation zwischen ihm und Ehrlich vereinbart wurde, die rasch zum Erfolg führte.
In der ersten Jahreshälfte 1894 wurde Serum hergestellt aus dem Blut von Pferden, in verschiedenen Kliniken auf seine therapeutische Wirkung und etwaige Nebenwirkungen geprüft. Und ab August 1894 war Diphtherieserum in Apotheken erhältlich. Auch die folgenden Jahre war Ehrlich vor allem praktisch tätig. Erst beschäftigte er sich mit der Verbesserung der Serumqualität und 1896 wurde er zum Direktor des neu gegründeten Staatlichen Instituts für Serumforschung und Serumprüfung in Berlin-Steglitz ernannt. Hier zu sehen, kommentiert von Ehrlich mit den Worten, klein aber mein. Da man das Antitoxin nicht reingewinnen konnte und dessen Konstitution unbekannt war, spielte die Messung der therapeutischen Wirkung, die Wertbestimmung des Serums, eine wesentliche Rolle und wurde staatlich geprüft. Die Wirkung wurde über eine relationale Beziehung zwischen Gift und Serum bestimmt und Meerschweinchen als Bioindikator kamen dabei eine besondere Bedeutung zu. Den Maßstab zur Bestimmung der Giftfestigkeit musste man zunächst einmal definieren und hierfür schien nur die minimale, absolut tödliche Giftdosis geeignet. Die Steigerung der Immunität wurde als ein Multiplum dieser einfachen tödlichen Dosis ausgedrückt, nämlich der 100-fache Wert, der ein Meerschweinchen binnen 4 Tage soeben tötet, wurde als eine Immunisierungseinheit definiert, wobei für den Markt zugelassenes Serum mindestens 100 Immunisierungseinheiten in 1 CCL-Flüssigkeit enthalten musste. Um zu vergleichbaren Ergebnissen zu kommen oder überhaupt unterschiedliche Serien vergleichen zu können, war es unabdingbar, konstantes Gift zu verwenden und gleiche Versuchsbedingungen zu gewährleisten. Als Direktor des Staatlichen Seruminstituts verfasste Ehrlich daher eine detaillierte Anleitung zur Bestimmung des Antitoxinwertes und erstellte den Serumproduzenten ein vermeintlich konstantes und genau definiertes Standardgift zur Verfügung. Nachdem Schwankungen in der Serumwirkung und Unstimmigkeiten bei der Wertbemessung moniert wurden, äußerten Kritiker Zweifel an der Methode. Denn die Annahme, dass die Wirkung des Giftes konstant blieb, war ein Trugschluss. Das praktische Wissen, das sich als Standard definierte Diphtheriegift entgegen der ursprünglichen Annahme abschwächte, führte dazu, dass Ehrlich sich intensiv mit der Konstitution der Diphtherietoxine auseinandersetzte. Auf Grundlage dieser Arbeiten und den zahllos wiederholten Prüfungen und praktischen Arbeiten zur Verbesserung der Wertbestimmung versuchte er in einem nächsten Schritt, die immunologischen Prozesse im Organismus mit der Seitenkettentheorie zu erklären, die er sozusagen aufgrund dieser praktischen Erfahrung entwickelt hat. Klar war für ihn, dass sich vitale und pathologische Prozesse auf der mikrobiologischen Zellebene auf ihre biochemische Natur reduzieren lassen. So würden sich Gift und Serum bzw. Toxin und Antitoxin gegenseitig neutralisieren, vergleichbar wie eine chemische Reaktion von Säure und Lauge. Ehrlich nahm an, dass Körperzellen spezifische Fangarme bzw. Rezeptoren hatten, die lebensnotwendige Nahrungsstoffe an die Zelle banden und Seitenketten bildeten. Die Bakteriengifte wiesen allerdings eine ähnliche molekulare Struktur wie die Nahrungsstoffe auf, sodass sich die Gifte ebenfalls mit der Zelle verbinden und die Rezeptoren besetzen konnten, was bei Belegung aller Rezeptoren zum Untergang der Zelle führte. Dies wiederum führte zur Reparatur bzw. zum Ersatz der Zelle. Der Körper produzierte in höchster Alarmbereitschaft Andockstellen bzw. Rezeptoren, allerdings ein Vielfaches der erforderlichen Menge. Nicht benötigte Antikörper wurden als Seitenketten in die Blutbahn abgegeben, die wiederum das Antitoxin im Serum darstellten. Diese waren allerdings unsichtbar, nicht materiell nachweisbar und ihre Existenz sollte durch aufwendige Tierversuchsreihen bewiesen werden. Denn in der praxisorientierten Bakteriologie wurde die Theorie skeptisch aufgenommen und vielfach kritisiert, wodurch Ehrlich sich genötigt sah, die Theorie immer weiter auszubauen und auch die Zusammensetzung der von ihm postulierten Seitenketten, bestehend aus Ambozeptoren, Komplementen und Rezeptoren, weiter auszudifferenzieren. Für diese Arbeiten wurden ihm schließlich 1908 der Nobelpreis für Medizin verliehen.
Doch bereits seit 1902 war Ehrlichs Aufmerksamkeit auf andere Fragestellungen gerichtet. Bei der Verwendung des Diphtherieserums kam es immer wieder zu Nebenwirkungen, meist allergische Reaktionen, die weniger eine Folge der Antikörper als vielmehr des im Serum enthaltenen Eiweißes waren. Infolgedessen versuchten die Hersteller, immer hochwertigeres Serum herzustellen, um die Serummenge zu reduzieren. Nach Ehrlich müsse es das Ziel sein, das Antitoxin chemisch rein ohne das störende Serum darzustellen. Das Antitoxin stelle eine Zauberkugel dar, die ideal die Bakteriengifte neutralisierte, ohne den Organismus zu schädigen. Das Ideal dieser Zauberkugel vor Augen nahm Ehrlich bereits 1898 Arbeiten auf, systematisch die therapeutische Wirkung von Farbstoffen auf durch parasitäre Erreger ausgelöste Erkrankungen zu prüfen. Dieser Wechsel spielte sich auch im Umzug nach Frankfurt in die Nähe der Farbstoffindustrie und die Umbenennung des Instituts für experimentelle Therapie wider. Bis 1903 musste er sich jedoch darauf beschränken, befreundete Chemiker oder Farbstoffhersteller um neue oder um die chemische Modifikation bekannter Farbstoffe zu bitten, die er dann in vitro oder in vivo auf ihre therapeutische Wirkung prüfte. Zeigten die Farbstoffe eine positive Wirkung, reichte er diese an befreundete Ärzte mit der Bitte weiter, die therapeutische Wirkung und Dosis klinisch zu prüfen sowie auftretende Nebenwirkungen zu dokumentieren. 1903 stellte Ehrlich einen Chemiker ein und seit Gründung des Georg-Speyer-Hauses 1906 war man selbst in der Lage, Farbstoffe und Arsenikalien arbeitsteilig zu synthetisieren und die Präparate in einer gesonderten biologischen Abteilung in unzähligen Tierversuchen auf ihre therapeutische und toxikologische Wirkung und Nebenwirkung zu prüfen. Aus den tausenden synthetisierten Substanzen erwiesen sich mehrere hundert Präparate als stabil und in der Lage, Krankheitserreger abzutöten, ohne den infizierten Organismus selbst zu schädigen. Doch nur wenige Präparate entsprachen Ehrlichs Ideal einer Zauberkugel. Zwar gelang es, den Erreger zu töten, gleichzeitig nahm aber auch der infizierte Organismus Schaden oder starb. Zeigten die Versuchstiere allerdings keine Nebenwirkung, so waren auch die Erreger nicht endgültig vernichtet und entwickelten Resistenzen gegen das Präparat. Bei einigen Präparaten wie dem Arsenophenylglycin, Präparat Nummer 418, traten die Nebenwirkungen erst bei der klinisch-therapeutischen Prüfung auf, wie hinlänglich bekannt ist. Wie hinlänglich bekannt, gelang es Ehrlich und seinen Mitarbeitern erst mit dem 606. Präparat ein befriedigendes Ergebnis zu erzielen, das sich auch in der klinischen Prüfung bewährte. Dass das Salvasan bekannte Präparat, das Syphilis zu heilen in der Lage war, gilt als erstes systematisch entwickeltes Chemotherapeutikum, also letztlich als ein Antibiotikum. Zudem konnte Ehrlich beweisen, dass seine bereits zuvor entwickelten theoretischen Annahmen auch praktisch umgesetzt werden konnten. Auch wenn die systematische Entwicklung eines wirksamen chemotherapeutischen Antibiotikums in früheren Überblickswerken getrennt von Ehrlichs vorherigen Arbeiten dargestellt wurde, so soll zusammenfassend die Kontinuität und das Verbindende seiner Forschung betont werden. Die chemotherapeutische Forschung baute auf den Ergebnissen und praktischen Erfahrungen vorheriger Forschung auf. Arbeiten waren nie abgeschlossen und überlappten sich. Ehrlich setzte die Forschung zur Bluterkrankung auch in den 1890er Jahren fort und die Arbeiten zur therapeutischen Wirkung chemischer Farbstoffe wurde mehrfach unterbrochen und immer wieder aufgenommen. Letztlich kann man festhalten, dass im Prinzip die Arbeiten zum Salvasan vor allen Dingen organisatorischer Natur waren. Ebenso verband die experimentelle Krebsforschung nach 1900 bakteriologische und chemotherapeutische Forschung, da zum einen die Entstehung und Übertragung von Geschwulsten unklar und die Techniken der Tumorübertragung der Bakteriologie entlehnt waren. Zum anderen zielte die unentwickelte Passagierung und Fortpflanzung von Tumoren und Bakterienstämmen auf die Erhöhung der Malignität bzw. der Infektiosität und die Standardisierung von Erkrankungen ab, wie sie bei der Entwicklung des Salvasans wichtig wurde.
Die von Ehrlich zitierte Geduld, die er mühsam hatte erlernen müssen und die sich bei der über Jahre erstreckenden Entwicklung eines sicheren Verfahrens zur Wertbestimmung des Diphtherieserums erforderlich war, blieb bei der Entwicklung des Salvarsans eine unabdingbare Voraussetzung. Ebenso wird deutlich, dass Ehrlich bei der Entwicklung des Salvarsan an seine Arbeiten zur Farbchemie anknüpfte und diese systematisch ausbaute. Die Erfahrungen, die er bei der klinischen Erprobung des Diphtherieserums gesammelt hatte, also die Voraussetzung der Identifizierung eines spezifischen Erregers, die notwendige Abfolge von in vitro und umfangreichen Tierversuchen, die dosologische Prüfung und klinisch-therapeutische Prüfung dienten als Blaupause bei der Entwicklung und Erprobung des Salvarsans und letztlich lassen sich alle Elemente auch bei der Entwicklung des Covid-Impfstoffes wiederfinden. Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und falls der eine oder andere noch weiterlesen möchte, sind hier weitere Hinweise. Vielen Dank. Ja, vielen herzlichen Dank für den Vortrag. Momentan gibt es noch keine Fragen im Chat, deswegen würde ich jetzt zum nächsten Referenten weitergehen. Wir machen jetzt einen Sprung eben von dem Erfinder oder Entdecker der ersten antimikrobiellen Substanz überhaupt, eben die zur Therapie der Syphilis damals eingesetzt wurde, dem Salvarsan, zur heutigen Antibiotikatherapie, die sich natürlich weiterentwickelt hat, wo aber eben manche Prinzipien von damals auch heute noch gelten. Dafür haben wir einen sehr kompetenten Referenten gewonnen, Herrn Thomas Schwanz, den ich kurz vorstelle. Er hat in Mainz und Freiburg Humanmedizin studiert und hat dann erstmal seine Karriere begonnen als Assistenzarzt in der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin in Villingen und zwar von 1997 bis 2007. Er hat während dieser Zeit 2005 den Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin erworben. Dann hat er sich gedacht, er wechselt vom Krankenbett auf die andere Seite sozusagen ins Labor bzw. in die Hygiene, ist nach Aachen gegangen von 2007 bis 2010 an den Zentralbereich für Krankenhaushygiene und Infektiologie. Er hat sich vorher auch schon natürlich für Infektiologie interessiert und hat sich vertiefend beschäftigt mit Hygiene und Infektiologie. Dann ist er 2010 Oberarzt geworden, hier in Mainz, am Institut für medizinische Mikrobiologie und Hygiene und hat auch eine Facharztweiterbildung in medizinischer Mikrobiologie begonnen. 2011 hat er eine Zusatzweiterbildung in Infektiologie abgeschlossen und er ist unser Mann der drei Fachärzte. Er ist nämlich nicht nur Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin, was er seit 2005 ist, sondern seit 2014 Facharzt für Hygiene- und Umweltmedizin und im selben Jahr hat er auch noch den Facharzt für Mikrobiologie, Virologie und Infektionsepidemiologie erworben. Er hat sich weiterhin sehr für die Infektiologie eingesetzt und zwar ist er seit 2017 Leiter aller Module der Antibiotic Stewardship Kurse. Das sind Kurse, mit denen versucht wird, den rationalen Umgang mit Antibiotika zu propagieren und unter das Volk zu bringen sozusagen. Und die leitet er alle und er hat eine große Fangemeinde, viele Jünger, die während der Kurse immer gut zu beobachten, an seinen Lippen geradezu hängen und daraus viel mitnehmen. Und dafür sind wir ihm sehr dankbar, dass er sich da so für bemüht. Und jetzt freuen wir uns auf seinen Vortrag über den rationalen Umgang mit Antibiotika. Bitte schön. Ja, vielen Dank, Friederike, für die sehr sympathische Einführung. Ich kann ja diesen Lorbeeren kaum gerecht werden, die da im Vorschuss erteilt werden. Schönen guten Abend alle zusammen. Ich freue mich, dass ich Ihnen von meiner Seite etwas zur Antibiotikatherapie erzählen kann. Das würde Bücher füllen und würde deutlich die halbe Stunde, die ich reden darf, überschreiten. Deshalb möchte ich Ihnen ein paar Prinzipien der Antibiotikatherapie darstellen. Ich hoffe, dass man den Bildschirm jetzt sieht. Ich denke, ja. Ist gut zu sehen. Wunderbar.
Erstmal, was ist überhaupt ein Antibiotikum? Um was geht es da? Sie haben vorher schon gehört, dass ein Antibiotikum eine Substanz ist, die eigentlich im engeren Sinne gegen das Leben gerichtet ist. Ein Stoffwechselprodukt, das von Pilzen und Bakterien produziert wird. So ist es in allermeisten Fällen. Zumindest mal gilt das für die ersten Substanzen. Und die hemmen oder töten andere Mikroorganismen in deren Umgebung mit dem Ziel, letztendlich ihr Habitat zu verteidigen. Wir kennen das ja auch so ein bisschen, wenn wir im Urlaub sind, da haben wir auch unser Habitat auf dem Liegestuhl. Das muss verteidigt werden, da muss man keine Antibiotika einsetzen. In der Welt der Mikroorganismen ist es anders. Im weiteren Sinne kann man sagen, dass die Substanzen mittlerweile teilsynthetisch oder gar gentechnisch gewonnen werden. Und das Wort Antibiotikum hat sich mehr auf die Therapie von bakteriellen Infektionskrankheiten fokussiert. Mit diesem Schimmelpilz, Penicillium notatum, hat sehr viel angefangen, was die heutige Antibiotika-Ära prägt. Das war ein klassisches Naturprodukt, das in einem Labor dummerweise, Zufälle machen die Wissenschaft häufig reicher, sich auf eine Platte verirrt hat. Und viele denken, naja, das ist jetzt aber ärgerlich, jetzt ist die Platte kontaminiert. Dem Menschen, dem das passiert ist, Alexander Fleming, der ist nicht nur, hat sich nicht nur geärgert darüber, sondern hat sich die Platte genauer angeguckt und ihm fiel auf, dass die Staphylokokken, die auf der Platte kulturell angezüchtet wurden, sich nicht mehr trauten, an dieses Penicillium ranzuwachsen. Und so hat er geschlossen, da wird wohl offensichtlich was produziert, was den Staphylokokken das Leben schwer macht. Und so war das Penicillin, wenn man so will, entdeckt. Alexander Fleming ist mit diesem Schimmelpilz berühmt geworden. Und wie Sie sehen, man kann auch da den Nobelpreis 1945, er hat sich mit zwei anderen Wissenschaftlern geteilt, für die Entdeckung des Penicillins und den Einsatz dieser Substanz, dieses Antibiotikums in der Welt der Medizin. Wenn man, da sind jetzt sicher andere Redner noch Firma in dieser Welt der Medizinhistorie, wenn man ein paar Jahre früher guckt, dann gab es andere Kollegen, die schon ähnliche Beobachtungen gemacht haben, dass man beispielsweise den Erreger des Milzbrandes durch Extrakte von Schimmelpilzen hemmen kann. Er hat das auch publiziert, dummerweise nur in italienischer Sprache, keine besonders gute Grundlage, bekannt zu werden und Erfolg zu haben. Also wer Erfolg haben möchte und bekannt werden möchte, bitte eine andere Sprache wählen. Ein französischer Militärarzt ein paar Jahre später hat sich von arabischen Stallknechten abgeguckt, dass die ihre Ledersättel in dunklen, feuchten Kammern besonders gelagert haben, um dort auch ein Schimmelwachstum zu provozieren. Und er hat gesagt, was macht ihr da? Das ist ja für das Leder nicht so schön. Die haben gesagt, aber die Wunden, wenn sie beim Reiten sind, die sich da so aufscheuern, die entzünden sich nicht so häufig, wenn sie die Sattel so behandeln, sodass er dann der Sache nachging. Und er hat tatsächlich einen Mikroorganismus, wieder einen Schimmelpilz, entdeckt und hat festgestellt, dass der mit bestimmten Bakterien interagiert und hat dann Versuche gemacht. Er hat Meerschweinchen krank gemacht und hat ihnen dann einen Extrakt aus diesem Schimmelpilz appliziert und denen ging es wieder besser, sodass ich Sie einladen möchte, Ledersättel, die nicht mehr so appetitlich aussehen, ruhig weiter zu benutzen. Sie tun vielleicht ihren wundgeriebenen Stellen was Gutes damit. Er hat eine Doktorarbeit darüber geschrieben. Vielleicht war er hat es nicht in der italienischen Sprache gemacht, sondern in der französischen. Er war wahrscheinlich zu unbekannt, er war noch sehr jung. Und das Institut Pasteur hat die Arbeit abgelehnt, vielleicht auch nicht in dem Wissen, was daraus hätte werden können. Letztendlich ist die Substanz, die Fleming entdeckt hat, das Penicillin, dann marktreif geworden und hat sich ausgebreitet nach dem Zweiten Weltkrieg. Und es wurde schon im Zweiten Weltkrieg als wirksame Substanz eingesetzt, die Soldaten, die mit Wundinfektionen auf dem Schlachtfeld jagen, damals auch Staph aureus, der hauptsächliche Erreger. Man konnte mit dieser Substanz Wundinfektionen minimieren und konnte die Soldaten sozusagen wieder gesund nach Hause holen. Leider ist die Substanz eben, das ist was Menschliches,
auch auf anderen Schlachtfeldern eingesetzt worden, sehr großzügig. Man hat gedacht, man gewinnt langsam die Herrschaft über die Infektionskrankheiten und hat irgendwann, nachdem man auch weitere Substanzen entdeckt hat, eine große Fülle an Antibiotika wurden entdeckt, hat man ganz mutig gesagt, so das Buch der Infektionskrankheiten kann nun endgültig geschlossen werden. Es hat ein Berater der US-amerikanischen Regierung damals von sich gegeben, so in der Euphorie, diese Infektionskrankheiten bakterieller Natur sind für uns kein Problem mehr. Wir haben die Substanzen und wir gewinnen die Oberhand. Und Sie ahnen ja schon, Sie wissen, wie es weiterging, dass aus diesen Wolken dann doch dunkle Gewitterwolken wurden. Schauen wir uns mal an, was Menschen und Bakterien gemeinsam haben und was sie unterscheidet. Wir Menschen rühmen uns, und das ist sicherlich ein Vorteil unseres Tuns, dass wir ein zentrales Nervensystem haben, ein ZNS, das sehr komplexe Denkvorgänge verschalten kann und initiieren und unterhalten kann, aber eben auch die Möglichkeit bietet, durch limbische Systeme, Sie kennen das, sowas wie Emotionen zu bewirken. Und so sind die komplexen Denkprozesse mit Emotionen verbunden und das entscheidet letztendlich über unser Handeln. Und jetzt mit den Einzelmännchen gesprochen, sind wir dann so charmante, sagen wir mal, Frauenversteher und können mit diesen Fertigkeiten gut durchs Leben kommen. Auf der anderen Seite sind die Bakterien. Die Bakterien haben kein ZNS und sie haben zwei Ziele, auch die können wir nachvollziehen, überleben und vermehren. Und das machen sie emotionslos, konsequent und sind dann mehr so die Gewinner. Und wenn wir als Frauenversteher auf diese Champions treffen, dann müssen wir uns schon anstrengen, dass wir diese Schlacht letztendlich gewinnen. Und diese Botschaft steckt hinter der Einladung, die Antibiotikatherapie rational zu gestalten. Schauen wir uns mal an, wenn wir die Geschichte der Antibiotika-Entdeckung mit dem Aufkommen von gegenüber diesen substanzenresistenten Bakterien anschauen, dann sehen Sie jetzt in dieser Grafik, wann die Substanzen entdeckt wurden. Und der Pfeil, der nach unten geht, zeigt an, wann die ersten resistenten Bakterien entdeckt wurden. Und ich habe es ja schon gesagt, in den Jahren, nachdem Penicillin entdeckt wurde, haben sich viele andere Substanzen gefunden, Weiterentwicklungen, neue Substanzen. Was aber allgemein ist, dass nach Einführen der Substanz man sehr rasch resistente Bakterien hat und selbst bei den neueren Substanzen, die auf den Markt kommen, ist es so, dass man meistens schon vor der Markteinführung weiß, wie die Resistenzmechanismen der Bakterien sein werden und hat auch schon die ersten resistenten Bakterien entdeckt. Also dieser Wettlauf scheint von den Bakterien konsequent gewonnen zu werden. Schauen wir uns mal an, was passiert, wenn Bakterien mit Antibiotika Kontakt haben oder welche Einflussnahme von Antibiotika ausgeht. Was Sie hier sehen, ist so eine Lebensgemeinschaft von Bakterien. Die mögen auch alle einen Namen haben. Nehmen wir an, die heißen Escherichia coli. Und die heißen zwar gleich, aber sie sind nicht komplett identisch. Und es gibt einzelne unter ihnen, die beschlossen haben, einen Resistenzmechanismus auszuprägen, der ihnen aber in der Gemeinschaft, so wie sie es jetzt sehen, nicht sehr viel nützt, sondern es ist eher eine Leistung dieser Bakterien, eine zusätzliche Leistung, die auch Energie kostet, ein Resistenzmerkmal auszubilden, sodass es ihm in dieser Situation, diesem resistenten Bakterium, nicht besonders gut geht. Wenn wir aber dann eine Substanz wie ein Antibiotikum in dieses System einbringen, dann verändert sich etwas. Diese Substanz ist in der Lage, die grünen, sensiblen Kollegen zu eradizieren und damit schafft man Platz für dieses resistente Bakterium, das sich dann in der Folge ausbreiten kann. Und das ist der Selektionseffekt, der nach jeder Substanz, nach jedem Einsatz eines Antibiotikums resultieren wird, sodass wir am Ende immer eine gewisse Population resistenter Bakterien schaffen werden. Es ist nur die Frage, ob das Antibiotikum rechtzeitig auch diese Erreger eliminiert oder der Krankheitscharakter verschwindet. Man kann sagen, die Resistenzrate, die resultiert, hängt von der Antibiotikadichte ab. Je mehr Antibiotika eingesetzt werden, umso mehr werden die Bakterien
Vorhandensein in der Resistenz ausbilden. Also viel Substanz geht mit einer hohen Resistenzrate, wenig Substanzeinsatz mit einer geringen Resistenzrate einher. Man kann es auch so ausdrücken, the more you use it, the more you lose it. In dem Maße, wie man die Substanzen, die Antibiotika einsetzt, werden die Schwerter auch wieder stumpf und die Schärfe der Antibiotikatherapie nimmt ab. Und das kennen wir alle. Dass diese Entwicklung in den letzten Jahren zugenommen hat, hat sich ebenfalls herumgesprochen. Und es gibt Studien, die von der britischen Regierung beispielsweise in Auftrag gegeben wurden, die die Aufgabe hatten, abzuschätzen, wenn die augenblickliche Entwicklung der resistenten Bakterien so weitergeht, was für eine Situation wir im Jahre 2050 haben. Und dieses Horrorszenario, was da konstruiert oder berechnet wurde, zeigt, dass die Todesfälle, die von resistenten Bakterien ausgehen, die bislang üblichen Top Tens der Todesfälle toppen werden. Das ist nicht die einzige Aussage. Die Studie sagt auch, das ist auf der Welt durchaus heterogen. So, wenn Sie noch nicht wissen, wo Sie 2050 wohnen wollen, dann können Sie jetzt gucken, wo die Rate besonders gering ist. Das dürfte dann auch die sichere Region sein. Aber eine weitere Aussage dieser Arbeit ist, dass man durchaus, wenn man jetzt die Maßnahmen einleitet, die gegen die Resistenzentwicklung möglich sind, dann hat man die Chance, diesen Prozess aufzuhalten. Wir werden ihn nicht mehr rückführen können, zumindest mal ist es sehr unwahrscheinlich, aber wir können ihn aufhalten und wir können verhindern, dass das Ganze exponentiell nach oben geht. Dass es damals Grund dafür gab, Arbeiten, die den Antibiotikaverbrauch darstellen und zeigen, wie sich das Szenario entwickeln kann, dass es sinnvoll ist, nachzuschauen, sieht man an dieser Arbeit, zeigt die Dichte des Antibiotikaeinsatzes zwischen 2000 und 2015 weltweit, und zwar nach zwei Farbsystemen. Die blauen, blau eingefärbten Länder zeigen die Länder, die in dieser Zeit einen Rückgang der Antibiotikaverbrauchsdichte hatten, und die anderen Länder, die so rötlich eingefärbt sind, da sieht man in unterschiedlichem Ausmaß eine Zunahme des Antibiotikaeinsatzes. Und das ist auf den ersten Blick zu erkennen, dass weltweit es in die falsche Richtung geht. Und deshalb ist es wichtig, in dem Bereich zu intervenieren. Und wenn wir uns die uns geografisch vertrauten und näheren Gebiete mal genauer anschauen, dann sehen wir, dass auch in Deutschland der Trend zumindest mal 2000 bis 2015 in die falsche Richtung geht. Schaut man sich die Verbrauchsdichte an, wie das mit den Ländern aussieht. Die Autoren haben sich ja die Mühe gemacht, die weit entwickelten, hochentwickelten Länder mit den weniger entwickelten zu vergleichen. Und man sieht, dass da ein breites, buntes Bild da ist, dann ist Deutschland insgesamt gar nicht so schlecht platziert, aber es würde durchaus besser möglich sein. Da geht es nicht um die Art der Antibiotika, die eingesetzt werden, sondern lediglich um die Summe, um einfach mal einen groben Blick zu haben. Diese weltweite Entwicklung geht, ob wir das wollen oder nicht, und wir alle befinden uns in einer ganz besonderen Zeit, es geht uns alle an, und wie schnell das gehen kann, das haben wir jetzt ja gerade in den letzten anderthalb Jahren mitgekriegt, dass wenn in China ein Sack Reis umfällt, das bei uns durchaus auch Konsequenzen haben kann, und das ist so eine Karte, die den Reiseverkehr abbildet und dann zeigt, dass die Welt durch unsere Aktivitäten kleiner wurde. Das große Problem ist, dass in der Pipeline der Pharmaindustrie leider seit mehreren Jahren keine wirklich neuen Substanzen zu erkennen sind, die uns die in nächster Zeit wirklich eine große Unterstützung sein können. Man entwickelt Substanzen weiter, man führt neue Kombinationen ein, aber wirklich neue Substanzen sind nicht erkennbar. Sodass wir nur die Chance haben, wie wir es auch an anderer Stelle mit unserem Planet Erde vorhaben, die Ressourcen zu schonen, die Substanzen, die wir im Augenblick zur Verfügung haben, rational einzusetzen. Restriktiv, aber eben auch so, dass durch den Einsatz keine Menschenleben gefährdet werden, und rational beschreibt es etwas besser. Dass es im konkreten Fall dann durchaus komplex sein kann, erkennt man, wenn man sich anschaut, welche Parameter machen denn eine rationale Antibiotikatherapie aus? Was ist alles zu beachten, um die Therapie möglichst gut und sicher zu gestalten?
Da gehört dazu, dass man die korrekte Indikation für die Therapie findet, dass man die richtige Substanz einsetzt, dann in der richtigen Dosierung und auch richtig applizieren. Wir wissen, es ist nicht gleichgültig, ob ich eine Substanz einmal am Tag gebe oder ob ich die sechsmal am Tag gebe, ob ich sie als Kurzinfusion 10 Minuten reinrauschen lasse oder ob ich es gar als Dauerinfusion appliziere oder zumindest mal über mehrere Stunden die Substanz gebe. Das hängt von vielen Parametern, das ist von der Substanz selber, aber die Applikationsform ist entscheidend. Da hat sich in den letzten Jahren viel an Wissen angesammelt, was jetzt langsam in die klinische Wirklichkeit überführt werden muss. Und die Therapiedauer ist ebenfalls von Bedeutung, denn es leuchtet nach dem, was ich jetzt schon gesagt habe, jedem ein, dass mit jedem Tag einer Antibiotikatherapie der Selektionsdruck auf die Bakterien wächst. Und das ist das, was wir nicht günstig finden, was wir möglichst versuchen, gering zu halten. Es müssen aber andere Punkte auf Wirtsseite genauso berücksichtigt werden, also auf Patientseite, nämlich dessen Risikofaktoren, bestimmte resistente Bakterien beispielsweise zu haben, Risikofaktoren, bestimmte Erkrankungen oder Komplikationen zu erleiden. Organinsuffizienzen spielen in die Antibiotikatherapie mit rein, aber auch Interaktionen zu anderen bestehenden Medikationen. Und letztendlich ist die Funktionsfähigkeit des Immunsystems ganz entscheidend, welche Substanzen ich in welcher Situation einsetzen muss. Die Wirklichkeit ist so, dass das viele überfordert. Und wenn ich jetzt eine komplexe Diabetes-Einstellung machen müsste, dann würde ich auch nicht einfach den Beipackzettel des Insulins rausholen und mich da nochmal kurz orientieren und dann mutig starten, sondern ich überlasse das den Fachleuten. Und in der Antibiotikatherapie ist Deutschland eines der wenigen Länder, die keine eigene Facharztausbildung zum Infektiologen haben. Noch nicht, das soll jetzt gefördert werden. In den Nachbarländern von Deutschland ist es mehrheitlich schon umgesetzt und weltweit ist da Deutschland wirklich nicht führend und das soll sich ändern, das muss sich auch ändern. Dennoch ist es wichtig, dass bis dahin wir in diesem Kontext der Infektiologie eine bessere Performance liefern. Und deshalb, dieser Begriff fiel vorher schon mal, als Frau von Löwenich das Antibiotic Stewardship dargestellt hat. Ich möchte kurz darstellen, was das ist. Wir wissen, wie die Antibiotika wirken, nämlich sie wirken in diesem begrenzten Sinn als Substanz gegen Bakterien und die Bakterien werden optimalerweise beim Wachstum gehemmt oder getötet, gekillt. Und nun geht es darum, dass nicht nur diese Substanz in der Medizin mit hochrangigen Würden eingeführt wurde, sondern sie muss auch rational eingesetzt werden. Wir wissen, die Wirklichkeit ist von anderen Faktoren geprägt und kann manchmal pervers in die falsche Richtung gehen. Also bedarf es eines Stewards, eines Betreuers, eines Behüters, wie wir das auch kennen, wenn wir uns in die große, weite Welt bewegen. Da fühlen wir uns sicher, wenn charmante Menschen uns da den Weg leiten, damit der große Dampfer der Medizin möglichst in sicherem Fahrwasser bleibt. Und das Stewardship drückt die Verantwortung aus, die dann die Stewards zusammen mit den Passagieren haben, dass da keine Havarie auftritt. Das ist die Aufgabe all der Personen, die sich dem Antibiotic Stewardship verschrieben haben. Weltweit, und die Weltgesundheitsorganisation ist da von Anfang an mit dabei, versucht man, diesen Gedanken zu unterstützen, gegenüber allen Substanzen, die in der Infektiologie eingesetzt werden. Und da gibt es beispielsweise eine ganze Woche, immer vom 18. bis 24. November, die wachrütteln soll für die Belange eines sinnvollen Antibiotikumseinsatzes, nicht nur, aber eben auch. Und da werden mehrere Programme aufgelegt, die diesen Gedanken von Antibiotic Stewardship unterstützen. International, aber auch national gibt es hochrangige Leitlinien, die auch einen Verbindlichkeitscharakter ausstrahlen sollen. Eine S3-Leitlinie immerhin zum rationalen Antibiotika-Einsatz in Krankenhäusern, immerhin auch schon aktualisiert worden. Seit 2013 gibt es das schon
Ich denke, in den meisten Häusern ist es nicht komplett umgesetzt. Das muss sich in den nächsten Jahren ebenfalls ändern. Schauen wir uns mal so ein paar Parameter der Antibiotikatherapie an. Wir haben viele Indikationen, viele Gründe, warum Antibiotika eingesetzt werden. Und es gibt aber mal zwei große Gruppen, nämlich die, die richtig ist und die, die weniger überzeugend ist. Wenn wir eine bakterielle Infektion haben und die bakterielle Infektion systemisch sich abspielt, ein Organsystem im Ganzen betrifft und die Gefahr der Streuung besteht, dann ist die Indikation für Antibiotika gegeben. Weniger dann und gar nicht, wenn ich primär eine virale Infektion habe, auch wenn ich da Fieber habe, auch wenn da die Entzündungsparameter hoch sind. Das ist kein gutes Target für eine Antibiotikatherapie. Und Sie wissen, in der Praxis sieht es häufig anders aus. Auch wenn ich nur eine Entzündungsreaktion habe, was ja gar nichts mit einer Infektion zu tun haben muss, werden gern, weil Entzündungsparameter hoch sind, weil Fieber da ist, was dem Patienten nicht gut geht, Antibiotika eingesetzt. Nur wenn da keine Bakterien ursächlich an dem Geschehen beteiligt sind, werden Antibiotika das Problem auch nicht lösen können. Und dann gibt es natürlich so andere Elemente, die durchaus gewichtig sind. Das schlechte Bauchgefühl, das man hat. Und wir alle wissen, dass Wochenends und nachts die Indikationsstellung für eine Antibiotikatherapie etwas leichter von der Hand geht. Die Vorstellung, schadet ja nichts, ist sicherlich nicht mehr richtig. Jeder weiß, dass Antibiotika beträchtliche Nebenwirkungen haben können und man den Patienten, die keine Indikation für diese Therapie haben, schaden. Das sind alles Punkte, die man versucht, in diesem ABS-Programm klar und konkret zu vermitteln. Dann gibt es zwei Antibiotikatherapien, die man auch voneinander trennen sollte. Es gibt die Situation, dass ein Patient mit einer Klinik, nehmen wir an, einer Pneumonie kommt und man kann sich überlegen, welche Erreger könnten da eine Rolle spielen, ohne dass ich die im Einzelnen nennen könnte und ich auch im Einzelnen nichts zu der individuellen Resistenzlage sagen kann. Aber ich kann dann Statistiken betrachten und kann sagen, okay, die meisten werden sich in dieser Resistenzlage befinden und dann kann ich eine breit ausgerichtete empirische Therapie formulieren, die den meisten Patienten gerecht wird für den Anfang, bis dann schließlich über weitere Erkenntnisse der Diagnostik die Therapie optimalerweise, wenn man den Erreger nachgewiesen hat und auch ein Antibiogramm hat, erregerspezifisch ausgerichtet werden kann. Was häufig passiert, ist dann never change a winning team. Man hat eine breite Therapie begonnen und sieht, dem Patienten geht es besser. Und die Befunde, die eine Verschmälerung der Therapie erlauben würden, werden ignoriert, was dem Patienten ja unter dieser initial gesetzten Therapie tatsächlich schon besser geht. Das ist keine besonders gute Strategie, denn das eine ist mehr so ein Kanonenrohr und damit trifft man ja nicht nur das verursachende Agens, sondern eben auch viele andere nützliche Bakterien und verändert die Zusammensetzung unserer Körperoberflächen ganz gewaltig. Und viel gezielter wäre es, wenn wir mehr mit einem Skalpell, Herr Junger wird mir da recht geben, arbeitet und ganz gezielt das Problem versucht zu lösen. Und das wäre das Ziel einer Deeskalation der Therapie hin zu einer wirksamen erregerspezifischen Therapie. Die Dosis ist ebenfalls was ganz Entscheidendes und das hat man in den letzten Jahren versucht, etwas besser zu beschreiben und besser eingängig zu machen. Man muss sich klar machen, dieses Phänomen von sensibel und resistent ist nicht ist abhängig von der Dosis des Antibiotikums, der Substanz, die letztendlich die Bakterien killen soll. Und es spielt eine riesengroße Rolle, wie groß denn die Dosis ist der Substanz, die man einsetzt. Und man kann sich vorstellen, dass man da durchaus auch durch entsprechend hohe Dosierungen Erreger beeindrucken kann, die vielleicht zuvor als resistent galten. Auch solche Phänomene haben wir. Man muss natürlich immer Acht geben, dass dieser Totenkopf unter Umständen nicht nur für die Bakterien relevant ist, sondern irgendwann, das kam ja auch im vorherigen Vortrag schon zur Sprache, irgendwann eben auch für den Patienten toxisch sein kann. Und das wäre natürlich nicht das Ziel der Therapie. Die Dosis macht es also, die muss berücksichtigt werden. Das ist in den letzten Jahren viel besser beschrieben worden. Es ist substanzabhängig.
Sie muss angepasst werden an die Art und die Schwere des Krankheitsbildes. Organinsuffizienzen müssen berücksichtigt werden und natürlich auch auftretende Interaktionen sind relevant. Das ist an sich nichts Neues, denn als Alexander Fleming 1945 seinen Nobelpreis verliehen hat und er eine Rede gehalten hat, da hat er schon darauf hingewiesen, dass es durchaus sein kann, wenn die Substanz, die er mitentwickelt hat oder entdeckt hat, wenn die eingesetzt wird und sie wird unkritisch eingesetzt, dann kann es sein, dass eben resistente Bakterien auftreten und die Substanz Wirkung verliert. So sagt er am Schluss dann, if you use Penicillin, use enough. Und das ist eine der Kernbotschaften, das Antibiotic Stewardship, eine Therapie, wenn sie dann indiziert ist, dann auch hochdosiert einzusetzen und keinesfalls subtherapeutisch zu riskieren. Die Dauer der Antibiotikatherapie ist ebenfalls ein spannendes Phänomen. Wenn ich Sie jetzt fragen würde, was würden Sie denn mit dieser Zahl da anfangen, dann können Sie sich jetzt grübeln. Ich löse das mal auf und wir sortieren die mal. Und dann entstehen so Wohlfühlintervalle. Wir sind geneigt, eine Therapie 3 Tage und 5, vielleicht 7 und 10, aber nicht 6 Tage und nicht 9 Tage. Und so eine Woche klingt dann auch schon wieder stabil, ohne dass das in irgendeiner Weise wirklich dem individuellen Patienten abzuleiten oder zuzuordnen wäre. Wir fühlen uns wohl. Das ist einer der Hauptgründe. Was ist zur Dauer zu sagen? Da gibt es viele Studien, die versucht haben, die optimale Dauer für die einzelnen Erkrankungen und die einzelnen Substanzen festzulegen. Und auf einen Punkt möchte ich Sie hinweisen. Shorter is better. Und das ist ein Gedanke, der das ABS-Programm ganz entscheidend mitbestimmt, nicht nur, es gibt ja auch Infektionskrankheiten, die eine lange Therapie und ganz sicher auch eine lange Therapie benötigen, aber es gibt viele, wo eben eine kürzere Therapie den gleichen Effekt hat und mit weniger Nebenwirkungen einhergeht. Im Römischen Reich hat Konstantin der Große den ersten ABS-Ansatz, wenn man so will, umgesetzt, ohne dass er es wusste. Er hat nämlich die Wochentage von 8 auf 7 reduziert und damit den Antibiotikaverbrauch nachhaltig um 1/8 reduziert. Und damit ist er der erste große ABS-Experte, wenn man so will, der Geschichte, weil er damit für viele Therapien, die im Wochenrhythmus angelegt wurden, was Gutes gemacht hat. Und dass er da tatsächlich recht hatte, mit weniger Tagen arbeiten zu können. Da habe ich schon gesagt, gibt es für die unterschiedlichen Krankheiten sehr gute Beispiele, dass kein Vorteil unbedingt durch eine lange Therapie bedingt ist. Und das hält sich auch über die Zeit. Wenn man das in der Arbeit jetzt 2 Jahre später wieder betrachtet, dann ist die Aussage da, es ist nach wie vor immer noch die Evidenz da, dass man mit kürzeren Therapien häufig gleichen Effekt erzielen kann. Standards zu etablieren gehört mit zum ABS-Programm mit der Idee, dass am Osteingang einer Klinik eine Pneumonie gleich behandelt wird wie am Westeingang, das nicht von den Ärzten abhängt, von deren Wissen, von deren Unsicherheit, sondern dass man den auch vor allem den jungen Kollegen von vorne weg eine klare Strategie an die Hand gibt, dass die wissen, welche Substanz ist für welches Krankheitsbild adäquat. Da ist jedes Haus gehalten, die Standards zur Verfügung zu stellen. Das haben wir auch gemacht, mittlerweile in der 3. Version und die 4. steht unmittelbar an. Die häufigsten Indikationen für die ambulante, für die normalstationäre und die intensivmedizinische Therapie dargestellt sind. Und es geht darum, Wissen zu etablieren. Und da lohnt es sich, diesen ABS-Gedanken vor Ort an die Front zu bringen, was demnächst auch in den Landeshygieneverordnungen festgelegt und festgeschrieben werden soll, ist, dass jede Abteilung stationär, die Patienten mit Antibiotika behandelt, einen ABS-beauftragten Arzt in ihrem Team haben müssen. Und man wünscht sich für die einzelnen Häuser ABS-Experten, und aus meiner Erfahrung würde ich sagen, reicht einer in der Regel nicht, weil es viel effektiver ist, wenn die im Team arbeiten können. Und in dieses Team gehört natürlich der Krankenhaushygieniker, es gehört ein Apotheker mit rein, es gehören Infektiologen mit rein und auch die Pflege, die ja ganz wichtig ist, wenn es darum geht, die Antibiotika
anzuhängen, aufzulösen, gehören da mit rein. Und es kam vorher schon zur Sprache, dass es da mehrere Kurse gibt, die bauen sich curricular auf. Es gibt 5 Module und in Zusammenarbeit mit der Akademie für ärztliche Fortbildung haben wir es geschafft, alle 5 Module auch in Mainz anbieten zu können. Und wir haben uns überlegt, wie kriegen wir etwas, das sind ja alles Wochenkurse, wie kriegen wir denn dieses Wissen etwas mehr in die Breite und auch im, möglichst früh in die Ausbildung der Mediziner rein und haben dann sowas wie einen Führerschein Infektionsmedizin entwickelt. So die absoluten Basics sollen da immerhin in 4 Stunden, das ist schon eine Nummer, wenn man das durchhalten soll, wird interdisziplinär von einem Kliniker, einem Mikrobiologen und einem Vertreter der Apotheke werden Fälle dargestellt, die unterschiedlichen Aspekte der Antibiotikatherapie, Fallstricke dargestellt, an denen man lernen kann, wie die korrekte Antibiotikatherapie umzusetzen ist. Jetzt habe ich Ihnen einen kleinen Husarenritt durch die Welt der Antibiotikatherapien gezeigt. Ich kann, wie vorher schon gesagt, Ihnen natürlich nicht in einer halben Stunde ein dickes 2000-seitiges Lehrbuch vermitteln, aber ich glaube, ich habe so ein paar Trigger setzen können und bin gespannt, welche Fragen Sie haben. Vielen Dank. Ja, Thomas. Vielen lieben Dank für den interessanten Vortrag und auch für den Hinweis, der Ratschlag der Oma, man muss die Schachtel aufessen, wenn man Antibiotika verschrieben bekommen hat, sonst werden die Bakterien resistent, dass das nicht stimmt. Im Gegenteil, so kurz wie möglich die Bakterien exponieren, dann werden nicht so viele Resistente selektioniert. Genau. Im Chat sind jetzt noch keine Fragen, deswegen vielleicht eine Frage von mir. Was würdest du sehen neben dem ABS als Ausweg aus der Resistenzentwicklung? Also du hast ja gesagt, also gezielt einsetzen, kurz therapieren, hochdosieren. Was müssen wir sonst noch tun? Naja, ich bin nicht umsonst auf dem Weg in Richtung Infektiologie in der Krankenhaushygiene gelandet. Die Krankenhaushygiene hat das Ziel, Infektionen, die primär im Kontext mit dem Gesundheitssystem stehen, zu vermeiden und zu reduzieren. Und was ebenfalls ein Ziel der Krankenhaushygiene ist, ist die Ausbreitung von resistenten Bakterien einzudämmen. Und zu den Elementen, die in die Prävention reinragen, gehört neben einem guten krankenhaushygienischen Konzept, das ja im Augenblick auch in den besonderen Zeiten Eingang in das Privatleben einer jeden Person gefunden hat, gehört auch dazu, dass man sich Impfprogrammen zuwendet. Wenn man impft, auch beispielsweise gegen Pneumokokken und damit die Anzahl invasiver Pneumokokkeninfektionen reduzieren kann, trägt es dazu bei, dass man weniger Antibiotika einsetzen muss und damit einen geringeren Selektionsdruck ausübt. Und das Gleiche gilt auch für andere Erkrankungen, die mit Impfungen zu vermeiden sind. Das wäre was jeder tun kann. Und es freut mich, was ich in den letzten Jahren gesehen habe und was es vor 10 Jahren in meiner Wahrnehmung nicht gegeben hat, dass selbst am Abend zu guten Zeiten im Fernsehprogramm Werbung gemacht wird für Impfstoffe. Das finde ich gut. Das war mal an der Zeit, würde ich sagen. Ja, vielen Dank. Dann hätte ich noch eine Frage an Herrn Hüntelmann. Als Mikrobiologin, wenn ich die Arbeit von Paul Ehrlich betrachte, ist für mich die Entdeckung oder Entwicklung des Salvarsans der wichtigste Aspekt, weil es eben wirklich die erste antimikrobielle Substanz überhaupt war, die in den klinischen Gebrauch eingeführt wurde. Ist denn bekannt, wie er das selbst beurteilt hat? Was war ihm an seiner Arbeit am wichtigsten? Ja, für ihn war das natürlich auch ganz entscheidend und auch eine seiner großen Leistungen. Es ist ja allgemein der Irrtum, dass der Nobelpreis für Medizin ihm eigentlich für das Salvarsan, was er aber ja dann noch gar nicht entdeckt hatte, verliehen worden ist. Er selbst hat das natürlich ja sehr hoch eingeschätzt. Und zwar auch so, man muss natürlich bedenken, dass die Hoffnung, die er damit
letztlich auch ausgelöst hat, ja gar nicht eingelöst worden sind, weil danach gab es eben lange Zeit keine wirklich wesentlich weiteren Chemotherapeutika. Es gab dann das Germanin, was letztlich ja bis heute auch noch wirksam ist gegen die Schlafkrankheit. Und dann erst mit den Sulfanomiden hat man erst wirklich wieder Therapeutika entwickelt, die dann auch gegen Infektionskrankheiten wirksam waren. Und also für ihn war das natürlich jetzt erstmal der ganz entscheidende Punkt. Und er hat auch damit sehr große Hoffnung ausgelöst. Ja, soweit zu seiner eigenen Einschätzung. Können Sie noch? Achso, vielleicht noch ganz kurz. Achso, ich musste noch ganz, also die Resistenzen spielt natürlich auch eine ganz, ganz große Rolle. Da habe ich ja auch mehrfach darauf hingewiesen, aber das war so ein ganz entscheidender Punkt. Er hat ja auch versucht, über diese Standarden, über die Krankheiten, die standardisiert werden sollten, ging es auch darum, möglichst resistente Bakterien quasi gegen die jeweiligen chemischen Stoffe zu entwickeln, die dann als Sieb ihm galten, weil der chemische Stoff musste also immer noch wirksamer sein als diese resistenten Bakterien. Und auch bei ihm galt ganz diese maximale Therapie, war eben auch das ganz Entscheidende, was er da vertreten hat. Also sofort alle maximalen Möglichkeiten. Mit einem Mal mussten die Bakterien quasi dann auch abgetötet werden, damit sich keine Resistenzen bildeten. Ich hatte jetzt aber irgendwas nicht beantwortet. Nee, ich bin zufrieden. Okay. Es gibt eine Frage im Chat, eine kleine Fallschilderung, 85-jährige Patientin, multimorbid, hochfieberhaft, im Labor alle Infektparameter pathologisch, aber kein Bakteriennachweis über Tage. Sollen Antibiotika eingesetzt werden und wenn ja, welche? Eine Frage an Herrn Schwanz. Also, dein Mikro ist noch... Ja, jetzt. Ich glaube, jetzt hört man mich. Ne? Also eine Botschaft, wie man rangehen kann, ist, bevor man Antibiotika einsetzt, muss man sich zwingen, die Infektion, die man vermutet, besser zu benennen und zu beschreiben und einem Organsystem zuzuschreiben, festzustellen, wo sitzt denn der eigentliche Fokus, wann immer das möglich ist. So mutig sein, eine Arbeitshypothese zu entwickeln, die die großen Organsysteme bedingt. Habe ich eher eine Pneumonie, habe ich eher einen Harnwegsinfekt, habe ich eine intraabdominelle Infektion, geht die Infektion beispielsweise von der Haut aus? Und man muss sich auch klar machen, welche Diagnostik habe ich eingesetzt, die Erreger nachzuweisen. Es gibt Patienten, die kriegen Blutkulturen, sie wissen das, man nimmt Blut ab, das geht in kleine Fläschchen, immerhin 10 Milliliter pro Flasche. Wir empfehlen zwischen 4 bis 6 Fläschchen abzunehmen, sodass dann immerhin schon mal 60 Milliliter zustande kommt. Wir haben reichlich Blut und können das machen, aber wenn man das mehrfach macht, dann wird es schon irgendwann mal kritisch und die Transfusionsmedizin wird unruhig. Und es gibt Patienten, da kriegen wir 20 Blutkulturflaschen und es wächst in allen nichts, weil man sich auch klar machen muss, dass es Bakterien gibt, die in diesen Medien nicht wachsen und trotzdem krank machen können. Wir haben ja vorher schon Erreger dieser Art gehört. Erlichia wird nicht in den Blutkulturen anzuzüchten sein, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und so dass man, wenn man dann weiß, man hat eine Endokarditis beispielsweise und macht einen Ultraschall des Herzens, sieht dort die Vegetation, dann muss man auch wissen, es gibt Erreger, die diese Erkrankung verursachen, die nicht über die Blutkultur nachzuweisen sind. Also muss man dann eine bessere Diagnostik finden. Und das ganz breite Armamentarium der Diagnostik auszuschöpfen, gehört ebenfalls zum infektiologischen Wissen mit dazu. Und es ist auch nicht verwunderlich, dass nicht jeder dieses Wissen haben kann, aber dann würde man Kontakt aufnehmen zur Mikrobiologie, zur Virologie, um zu besprechen, welche Möglichkeiten man alternativ hat, die Erreger nachzuweisen. Und da tut sich auf dem Markt sehr viel. Methoden, die man vor 20 Jahren kaum finanzieren hätte können, auch nicht durchführen können, lassen sich heute häufig schon über Nacht erledigen. Und ich denke, es vergeht kein Monat, wo wir mit so modernen Methoden Erreger schneller finden, als das früher üblich war. Und da heißt es einfach im Kontakt bleiben mit den Kollegen der Diagnostik, die einem gern beraten
und auch verstehen wollen, welche Diagnostik man in diesem Fall am besten einsetzen kann, um den Kliniker und dem Patienten zu helfen. Ja, es gibt weiterhin keine weiteren Fragen im Chat. Vielleicht noch eine abschließende Frage an Herrn Hündelmann. Ich persönlich habe auch oder schätze Paul Ehrlich so, weil ich ihn als sehr angenehmen und integeren Wissenschaftler wahrgenommen habe. Ich hoffe, Sie können das bestätigen. Vielleicht können Sie ein Wort zu seinem Charakter sagen, vielleicht auch im Vergleich zu Emil von Behring. Das ist sehr interessant, dass Sie das ansprechen. Also ich bin natürlich hier vorgeschädigt, weil ich natürlich als Biograf dann auch, man entwickelt ja irgendwann auch so seine eigenen Vorstellungen, auch eine symbiotische Einheit mit seinem biografierten Objekt. Aber das Interessante ist eben gerade, dass Paul Ehrlich nicht nur nach meinem Dafürhalten, also unheimlich sympathisch war, während Behring beispielsweise auch bei den Zeitgenossen ausgesprochen schlecht wegkommt. Das liegt teilweise aber natürlich auch an dem sozialen Hintergrund. Also Behring ist ja ein klassischer sozialer Aufsteiger, der aus relativ kleinen Verhältnissen kommt und sich durchgeboxt hat und der gleichzeitig auch schwer depressiv war und also in seinen manischen Phasen dann unheimlich arbeitsam und sehr jähzornig. Und Ehrlich war also sehr jovial und hat auch unter seinen Mitarbeitern, also war er eben sehr, er war auch sehr frauenfreundlich, muss man sagen. Er hat relativ früh auch Frauen beschäftigt. Man hat ja das eine Bild gesehen von Frau Leupold, die eine wichtige Rolle gespielt hat. Und der also sehr geschätzt war und auch ein unheimlich weit verzweigtes Netzwerk hatte. Und also die Briefe, die er schreibt, also diese Vermischung von Privatem, von Familiären, das ist also auch ein ganz entscheidender Grund auch für seinen Erfolg, der auch sehr wichtig war für ihn, also diese Netzwerke, die auch sehr wichtig waren für ihn, weil er die ganzen klinischen Versuche von anderen Leuten ausführen lassen musste. Er musste, bis er überhaupt eine eigene chemische Abteilung hatte, er musste sich die Farbstoffe besorgen. Und also es gibt ja, ich weiß gar nicht genau, wie viele Briefe, es gibt ja 25 Kopierbücher mit jeweils 500 Seiten. Da können Sie ungefähr sagen, ab 1900, wie viele Briefe er geschrieben hat. Und das sind nur die offiziellen. Das war also ein ganz entscheidender Bestandteil seiner Aktion. Und da ist ihm natürlich sein freundliches Wesen auch sehr vorteilhaft sozusagen dann entgegengekommen. Aber natürlich, ich bin vorbelastet. Ich denke, das ist ein schöner Abschluss. Wir haben den Namensgeber meines Lieblingsbakteriums, glaube ich, gut gewürdigt. Und damit übergebe ich an Herrn Junginger. Ja, auch von meiner Seite vielen Dank an beide Referenten. Ich denke, wir haben schon einen Einblick in die Antibiotikatherapie bekommen und auch gesehen, wie es weitergehen wird. Dank auch an Herrn Hündelmann, der uns ja jetzt am Schluss auch noch die Persönlichkeit von Paul Ehrlich nahegebracht hat. Also an beide vielen Dank, auch an Sie, Frau von Löwenich, die uns wieder in bewährter Weise durch die Veranstaltung geführt hat. Ich danke auch an Herrn Hasenclever, der wieder mal trotz einiger Schwierigkeiten am Anfang, wer sagte, der Computer hat versagt, aber pünktlich die Leitung hergestellt hat und wir sind ohne technische Probleme durch den Abend gekommen. Ich wollte jetzt nur noch hinweisen auf zwei, drei Punkte. Wenn Sie eine Teilnahmebescheinigung möchten, dann schreiben Sie eine E-Mail-Adresse an Frau Professor Seibert-Grafe. Die stellt sie Ihnen gerne aus. Sie stellt sie Ihnen noch lieber aus, wenn Sie Mitglied der Medizinischen Gesellschaft sind. Und darauf wollte ich Sie auch aufmerksam machen, wenn Sie vielleicht Lust haben, uns zu unterstützen. 20 Euro im Jahr, seit vielen Jahren, wird auch so bleiben. Dann würden Sie uns bei unseren Ausgaben helfen. Und dann sind wir schon bei der nächsten Veranstaltung. Die ist genau in einer Woche. Da geht es um ein anderes Thema, und zwar darum, wie man aus genetischen Informationen für den einzelnen Patienten auf Risiko
Erkrankungen schließen kann. Sie wissen ja, uns ist die Zukunft eigentlich verborgen, aber der Mensch möchte natürlich wissen, wie geht's weiter, was werde ich eines Tages mal erleiden, werde ich einen Herzinfarkt oder eine Tumorerkrankung bekommen. Und dazu gibt es nun eine Wissenschaft, die aus einer Riesenzahl von genetischen Informationen, also Big Data, nun zu einem Risikoscore kommt. Professor Strauch ist der neue Direktor des Instituts für medizinische Epidemiologie und Statistik. Es ist sein Spezialgebiet und er wird uns nächste Woche in diese Thematik einführen. Moderieren wird seine Vorgängerin, Frau Professor Blättner. Und ich könnte mir vorstellen, dass das ein sehr interessanter und Abend wird, der auch in die Zukunft weist. Nochmals vielen Dank an alle. Einen schönen Abend. Und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.